gibt es feinen Pastasalat. Lauwarm mit Brokkoli und Tomaten. Ein guter. Für die lauwarme Pasta nehmen wir Pinienkerne, Brokkoli, Pasta, natürlich, Parmesan, Tomätli, dürfte auch getrocknet sein, wir machen mit frischer heute. Natürlich. Verschiedene stetige Gewürze und ein bisschen Olivenöl. Das war's. Ich freue mich mega drauf. Super. Bis nachher. Bis bald. Danke. Das Wasser kocht schon. Bringen wir Pasta zum Kochen, ein bisschen Olivenöl, nur damit feine Herdöpfelgewürz an der Oberfläche bleibt. Bringen wir die zum Kochen. Nicht vergessen, am Anfang ein bisschen rühren und die Pinienkerne tun wir die ein bisschen anrösten. Kein Fett, kein Butter, gar nicht in die Pfanne, nur Pinienkerne. Und wichtig, nicht vergessen, sie sollen nicht verbrennen. Aus der Pfanne weg, die gleiche Pfanne brauchen wir nämlich noch. Und die Pinienkerne kommen dann am Schluss dazu. Dann können wir Brokkoli hier fertig schneiden. Tomaten schneiden wir auch. Und den Brokkoli in den Dampfkorb rein. Machen wir den Deckel kurz drauf. Dann machen wir hier weiter mit der Soße. Mach Olivenöl rein. Da muss man nicht sparen bei dem Olivenöl. Ein bisschen steady, gefriergetrockneter Knoblauch. Jetzt muss ich schnell arbeiten. Tomate, da kommt noch Pinienkerne. Das riecht schon mal gut. Jetzt nehmen wir Pizzapasta-Gewürz. Und jetzt ist ein bisschen eine Geschmackssache. Ich habe Brokkoli wirklich gern, wenn er noch so bissfest ist. Nudeln sind auch fast so weit und kann ich hier schon ein bisschen Stickhuspfeffer geben. So, weil wir die Nudeln nachher abtropfen, nehme ich jetzt schon ein bisschen von dem Kochwasser hier raus in die Soße. Und die abgetropfenen Nudeln kommen hier direkt in diese farbige Soße. Ich gebe noch ein bisschen jetzt Schnittlauch. Und fertig ist es. Kommt es auf einen Teller? Dann müssen wir nur noch probieren. Willst du noch ein bisschen Parmesan oben drauf? Ja, gern. Eben, ich sage es auch nicht nein. Dann habe ich mir gewünscht, du sagst ja. Ich nehme doch ein bisschen Brokkoli und alle Früchte sind noch schön. Das Gemüse. Pinienkerne merkt man, das Olivenöl, Parmesan. Und speziell ist das Lauwarme. Also nicht so, ja, einfach nicht ein Penne, sondern. Da jetzt in der Party zum Beispiel zum Essen. Man könnte sogar Kälte auch noch essen. Man kann gut mitnehmen. Wirklich mal ein Glas abfüllen, mitnehmen. Feine für unterwegs. Und muss ich sagen, gratulieren. Irgendwann können wir euch das direkt übers YouTube gerade rausgeben. Ihr könnt es dort probieren. Bis dort dann. Selber machen. Und unten kommentieren, liken, teilen. Wir haben mega Freude, wenn wir einen Haufen Kommentare bekommen. Danke vielmals. Sehr gerne. Mega fein. Sehr gerne. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.